Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Kurt Hertel und ich bin Mitglied im Forum eGitan Technik e.V. Heute geht es um einen Tonabnehmer-Vergleichstest und zwar um Humbucker-Tonabnehmer. Bei den Humbuckern, da denkt man natürlich sehr schnell an die sogenannten PAF- oder PAF-Tonabnehmer, die seit Ende der 50er Jahre bekannt sind und eigentlich immer beliebter werden. Und bei den PAF-Tonabnehmern, da ist vor allem dieser sogenannte 59er-Tonabnehmer, also der Tonabnehmer, den Gibson im Jahre 59 hergestellt hat, sehr populär. Und das sieht man auch daran, dass sehr viele Tonabnehmerhersteller heutzutage ein sogenanntes 59er-Set im Programm haben. Mich hat schon immer interessiert, wie diese Hersteller heutzutage dieses 59er-Set oder den 59er-Pickup interpretieren, obwohl ich gar nicht genau weiß, wie ein originaler 59er-Tonabnehmer klingt, aber letztlich beziehen sich ja viele darauf und die Interpretation oder was die letztlich da klanglich für Vorstellungen hatten und wie sie die umgesetzt haben, das hat mich schon immer interessiert. Und das war der Ausgangspunkt für diesen Test, den wir hier veranstaltet haben. Ja, und in der Folge stellt sich natürlich dann auch die Frage, gibt es tatsächlich klangliche Unterschiede zwischen den Tonabnehmern? Auch wenn sich alle auf den 59er-Tonabnehmer beziehen, aber jeder hat möglicherweise auch eine andere Vorstellung davon. Also nochmal, klingen sie unterschiedlich oder klingen sie tatsächlich alle sehr ähnlich, weil die Vorgabe oder das Vorbild einfach klar definiert ist? Und im Weiteren, natürlich auch sehr interessant, gibt es Unterschiede, die man dem Preis zuordnen kann. Also klingen günstigere Tonabnehmer schlechter oder erkennbar anders als die teuren. Bei den Tonabnehmern gibt es jetzt 6 Modelle, die wir ausgesucht haben. Da gibt es 4 sehr teure Tonabnehmer, ein mittelpreisiges Set und ein relativ günstiges. Die Tonabnehmer sind im Einzelnen der Throwback SLE 101 MXV, der Heusel 59, der Kloppmann HB 59 Set, der Amber oder Amber Spirit of 59, der Seymour Duncan 59 Model, der wird auch unter der Bezeichnung SH1 vertrieben und von Roswell der LVS. Wie haben wir nun den Test konzipiert? Es gibt 3 Teile des Testverfahrens. Der erste Teil bezieht sich auf Messungen. Hier werdet ihr bestimmte Messergebnisse und Frequenzkurven sehen mit entsprechenden Erklärungen dazu. Im zweiten Teil wurden alle Pickups in eine sogenannte Pickup-Change-Gitarre eingebaut. Das ist eine speziell gebaute Gitarre, in der man Tonabnehmer sehr schnell austauschen und mit relativ wenig Aufwand ganz gut vergleichen und testen kann. Dieses Verfahren war schon relativ aufwendig, weil wir verschiedenste Sounds mit und ohne Monitor gespielt haben, mit ganz vielen verschiedenen Riffs, verzerrt, unverzerrt, und das gibt es eben im zweiten Teil dann zu hören und zu sehen. Der dritte Teil war ein sehr langfristiges Testverfahren. Hier ging es um individuelle Bewertungen in einer Gitarre, die man selber auch gewöhnt ist, die man auch ständig spielt. Ein Kollege von mir, der Michi Vochetzer und ich, wir haben quasi jeweils eine Gitarre von uns zur Verfügung gestellt. Wir bekamen immer alle 2-3 Wochen ein Tonabnehmerset zugeschickt und haben das eingebaut und haben das dann für 2-3 Wochen gespielt und haben dann ganz subjektiv unsere Ergebnisse, unsere Empfindungen dann beschrieben und erläutert. Ganz wichtig in diesem Fall, bei allen Testverfahren, soweit es nötig war, sind Blind- oder Doppelblind-Tests durchgeführt worden. Das heißt, die Tester haben nie gewusst, welcher Tonabnehmer gerade am Start ist, weil man ja sonst eventuell durch Firmenbezeichnungen oder schon gemachte Erfahrungen beeinflusst werden könnte.
So, jetzt zum Abschluss. Wer sind eigentlich die ganzen Tester? Wer hat diesen Test durchgeführt? Es ist zum einen der Tilman Zwicker. Dann der Michael Fochetzer. Der Wolfgang Höhnlein. Und meine Person Kurt Hertel. So, und jetzt geht's los. Viel Spaß und hoffentlich viele neue Erkenntnisse. Hi, ich bin Tilman und ich möchte euch die Messungen zum Tonabnehmervergleich nahebringen. Erstmal ein paar Grundlagen. Der Sound eines Pickups, der hängt davon ab, wie die verschiedenen Frequenzen, die von der Seite an ihn geliefert werden, wiedergegeben werden. Also wie die Bässe, die Höhen und die Mitten übertragen werden. Im Allgemeinen verwenden wir ja magnetische Pickups und die haben alle eine sehr ähnliche gleiche Charakteristik. Die Tiefen, die Bässe, die werden, wie auch die unteren Mitten, alle gleich gut übertragen. Die oberen Höhen, ganz hohen Frequenzen, werden sehr schlecht oder gar nicht übertragen. Und dann gibt es einen mittleren Bereich, bei dem die Übertragung besonders gut funktioniert. Jedenfalls bei den Pickups, die wir normalerweise als gut bezeichnen. Das heißt, in diesem mittleren Bereich, das sind die oberen Mitten, die etwas unteren Höhen, dort gibt es einen Peak in der Übertragung. Und die Frequenzlage dieses Peaks und auch seine Ausprägung, die bestimmen den Sound des Pickups. Wir schauen uns jetzt mal an, wie es aussieht, wenn man aufzeichnet, wie ein Pickup bei verschiedenen Frequenzen überträgt. Dann bekommt man beispielsweise Bilder wie die folgenden. Hier haben wir die Übertragung eines Strat-Pickups, der einen sehr ausgeprägten Peak aufweist bei ungefähr 4,2 kHz mit 7,5 dB Peak-Höhe. Im Vergleich dazu haben wir hier einen Patent Applied Fork Clone, der einen Peak von nur 2 dB aufweist bei einer Frequenz von ungefähr 2,5 kHz. Und der Strat Pickup hat diesen bekannten, hellen, durchdringenden Sound, während der Patent Applied Fork Pickup diesen runden und eher weichen Sound hat. Diese beiden Kurven unterscheiden sich deutlich. Der Unterschied ist so groß, dass er auch klar hörbar ist und wir können den typischen Strat Sound von einem typischen Les Paul Sound durchaus unterscheiden. Auf den Gitarren sind ja genau diese Pickups normalerweise zu finden. Übrigens, bei allen Diagrammen in diesem Video finden sich die Pickups in ihrem gewohnten Umfeld. Das heißt, Volume und Tone Control sind angeschlossen und genauso ein Verstärker mit einem Eingangswiderstand und das Tone Poti ist dabei voll auf. Das heißt, es sind sehr realistische Bedingungen. Hier sehen wir nur die Übertragungskurven aller in diesem Test untersuchten Patent Applied Fork Clones. Und die sind erstaunlich ähnlich. Nur der Roswell weicht ab, er hat keinen Peak und bei ihm sind Bridge und Neck Pickup so ähnlich in ihren Charakteristiken, dass die beiden Kurven so übereinander liegen, dass man sie gar nicht unterscheiden kann. Bei den anderen kann man unterscheiden, systematisch, Neck und Bridge Pickup. Der Bridge Pickup in Blau in jeder der Kurve liegt in seinem Peak etwa 300 Hertz tiefer als der Neck Pickup, der jeweils in Rot gekennzeichnet ist. Verglichen mit den vorhin gezeigten Kurven sind die Unterschiede zwischen den Pickups aber hier äußerst gering. Und wegen der großen Ähnlichkeit legen wir jetzt mal alle Kurven übereinander und wir vergrößern den Maßstab. Ja, und diese Unterschiede, die sind überhaupt nicht groß, die sind winzig. Tatsächlich kann man so gerade Neck- und Bridge-Pickups unterscheiden in diesen Scharen von Kurven. Nur der Roswell, wie gesagt, der fällt ab, der hat eben keinen solchen Peak. Die Übertragungen der meisten Pickups laufen so eng zusammen, dass sie eigentlich nur einen Bereich von ungefähr 1 dB überstreichen. Und in der Psychoakustik geht man davon aus, dass so kleine Unterschiede auch bei optimalen Laborbedingungen eigentlich gar nicht mehr hörbar sind. Generell liegen die Peaks beim Bridge Pickup bei ungefähr 2,2 kHz und beim Neck Pickup bei ungefähr 2,5 kHz.
Ja, und das wären im Prinzip die Messungen. Ja, wir kommen dann schon zum Fazit aus der Messung und ein paar sich ergebenden Fragen. Aus dem Roswell müssten nämlich alle Pickups eigentlich völlig gleich klingen. Interessant ist, dass die Pickup-Hersteller offenbar einen ganz bestimmten Patent Applied for Pickup im Auge haben, weil sich die Frequenzschriebe so wenig unterscheiden. Und in Anbetracht der Fertigungstoleranzen, die es Ende der 50er Jahre bei Gibson gab, gibt es unter den Patent Applied for Pickups sicherlich größere Unterschiede, als jetzt in diesem Vergleichstest auftauchen. Es stellt sich dann die Frage, warum gerade diese Patent Applied for Kurven so attraktiv sind, dass sie gewissermaßen ausgewählt werden von den Herstellern. Interessant ist auch, dass bei den originalen Patent Applied Fors aus den 50er Jahren keine Unterscheidung gemacht wurde zwischen Bridge und Neck Pickup. Es waren immer die gleichen. Warum wird es bei Clones so konsistent mit eingebaut, obwohl die doch eigentlich die genaue Kopie sein sollten, eben der Clone von den Original Pickups? Und dann müsste es so sein, die Roswell Pickups, die ein bisschen anders aussehen, die müssen etwas matter klingen als die anderen Pickups, weil eben der Peak fehlt. Interessanterweise haben sie auch keinen messbaren Unterschied zwischen Neck und Bridge Pickup. Ja, okay, aber viel wichtiger als die Messungen ist natürlich, wie klingt dann das alles, und darum kümmern wir uns jetzt. Vielen Dank. Zunächst ein paar Worte zur sogenannten Pickup-Change-Gitarre. Wie man sehen kann, handelt es sich hier um einen günstigen Bausatz und dieser stammt von einem großen deutschen Musikhändler und Musikvertrieb. Verantwortlich für die Konzeption und den Umbau ist Wolfgang Höhnlein. Man zieht zunächst hier den großen Rahmen mit zwei Ebenen. In diesen Rahmen kommen die sogenannten Schiffchen, so nennen wir das, wo die Pickups befestigt sind. So, und jetzt kann man über einen einfachen, aber sehr gut funktionierenden Mechanismus diese Schiffchen inklusive der Tonabnehmer hin und her schieben. Und auf diese Weise kann man eben objektive Vergleichstests anstellen. Also ich versuche jetzt immer hier anzuschlagen, das muss man festhalten, ja? Da, wo der Pickup das ist gut, ja. Anfängt. Mhm. Genau. An dieser Stelle möchten wir euch die 6 Licks vorstellen, die Michael Fochitzer konzipiert hat und mit denen er die Tests durchgeführt hat. Nun zum eigentlichen Testverfahren mit der Pickup-Change-Gitarre. Zunächst ist hier festzuhalten, dass wir die ersten Testdurchläufe ohne Monitoring gemacht haben. Das heißt, Michael hatte keinerlei Rückmeldung über einen Verstärker oder einen Lautsprecher, sondern er hat beim Einspielen nur den akustischen Klang der E-Gitarre gehört. Man könnte hier nämlich berechtigterweise einwenden, dass ein bestimmter Sound inspirierender ist als der andere und man, ohne es zu merken, die Art des Spielens verändert. Gleichzeitig wäre es möglich, dass zum Beispiel ein etwas dumpferer Klang durch eine bestimmte Haltung oder Stellung des Plektrums dann eben wieder höhenreicher gemacht wird oder eben auch umgekehrt. Ja, und dann ging es auch schon los mit den Einspielungen. Wir haben ganz willkürlich ein Pickup-Set ausgewählt. Hier nochmal der Hinweis, dass alle Pickups natürlich unkenntlich gemacht wurden. Sie waren so verklebt, dass man eben nicht erkennen konnte, was sich darunter befindet. Naja, dann wurde der Neck-Pickup eingestellt und Michael hat das Lick Nummer 1 gespielt. Dann gleich auf den Bridge-Pickup und dasselbe Lick nochmal. Dann wieder zurück auf den Neck-Pickup und das Lick Nummer 2. Dann der Steg-Pickup oder Bridge-Pickup und hier auch nochmal das Lick Nummer 2. Und so weiter und so weiter.
Als wir dann mit dem sechsten Lick durch waren, haben wir das nächste Pickup-Set genommen und das gleiche Prozedere ging wieder von vorne los. So, als nächstes kam dann die Phase 2. In dieser Phase 2 haben wir alles wieder von vorne gemacht, wie gerade eben beschrieben, nur eben mit Monitoring. Das heißt, Michael hatte über einen Lautsprecher tatsächlich ein akustisches Feedback. Und in dieser Phase 2 wurden dann eben alle Beispiele noch einmal eingespielt. Wir haben diese Aufnahmen bislang nicht verwendet, weil wir der Überzeugung sind, dass Aufnahmen ohne Monitoring, also ohne akustisches Feedback, sich einfach besser für einen Vergleich eignen. Dann gab es noch Phase 3 und in der Phase 3 haben wir noch vereinzelt verzerrte Licks aufgenommen. So, und jetzt hier ein paar Videos, damit ihr sehen könnt, wie diese Aufnahmesessions abgelaufen sind. So, und jetzt ein kleiner Hörtest für euch. Ihr hört sechsmal das Lick Nummer 1 mit dem Bridge Pickup im cleanen Sound und es gibt 6 Tonabnehmer zu hören. Jetzt sechsmal das Lick Nummer 5 mit dem Neck Pickup und im Overdrive Sound. Thank you.
Wer noch mehr hören möchte, den verweisen wir an dieser Stelle auf unsere Homepage gitec-forum.de. Dort ist eine Matrix hinterlegt und ihr könnt aus weiteren Beispielen auswählen. So, wir haben nun den GTEC-Mitgliedern die Clean Test Sounds in Form dieser Testmatrix zum Abhören und Bewerten zur Verfügung gestellt. Ich bin Wolfgang und werde euch den Hörtest in seinem Ablauf und Ergebnis erläutern. Die Matrix, die ihr hier seht, gestattet, die kurzen Testsounds wahlfrei und schnell miteinander zu vergleichen. In den Reihen sind, natürlich anonym, die Pickups angeordnet, entsprechend in den Spalten die Testsounds, hier als Riffs bezeichnet. Durch Anklicken können nun die Testsounds gespielt über die entsprechenden Pickups miteinander verglichen werden. Diese schöne Matrix hat übrigens unser Kollege Jochen Lodi programmiert. Es gibt zwei Matrizen, jeweils für Neck- und Bridge-Pickup, und Ziel ist, eine persönliche Rangfolge der Pickups-Pärchen herauszufinden. Diese sehr einfache Bewertung orientiert sich an einer Kaufsituation und hat keinen Anspruch auf einen wissenschaftlichen Vergleich unter definierenden Laborbedingungen. Schwankungen bei der Aufnahme- und Abhörsituation können durch die Statistik ausgeglichen werden. So, nun seid ihr sicher schon auf das Ergebnis gespannt und das gibt's in der nächsten Folie. Wir haben hier entsprechend eurer persönlichen Rangfolge Platz 1 mit 6 Punkten bis zu Platz 6 mit einem Punkt gewichtet und die 48 eingegangenen Bewertungen zusammengezählt. Hier seht ihr nun die mit den Pickup-Klarnamen versehenen Punkte und die daraus resultierende Rangfolge. An der Spitze stehen die Pickups von Seymour Duncan und Amber, gefolgt von Häusel, Throwback und Kloppmann in relativ geringem Abstand. Am Ende des Testfelds befindet sich der Roswell mit einigem Abstand. Hier kann man als Grund für eure Eingruppierung die nicht vorhandene Ausbildung eines Resonanzpeaks und die daraus folgenden fehlenden Höhen bei der Wiedergabe vermuten. Nebenbei bemerkt, die elektrischen Messungen waren den Teilnehmern natürlich nicht bekannt. Ein Blick auf die Einkaufspreise zeigt, eine Korrelation der Rangfolge mit den Einkaufspreisen existiert bis auf den letzten Platz nicht. Also wer will, kann beim Kauf eines Buff 59 Clones durchaus Geld sparen und selbst der Roswell kann seine Qualitäten zum Beispiel bei angezerrten Sounds unter Beweis stellen, die wir in diesem Teil des Tests ja nicht berücksichtigt haben. Ja, und wir kommen jetzt zum dritten und letzten Teil des Testverfahrens und hier geht es um die sogenannten individuellen Tests. Michael und ich haben im Abstand von 2 bis 3 Wochen immer ein neues Pickup-Set zugeschickt bekommen, natürlich auch hier unkenntlich gemacht, damit man nicht erkennen kann, um was für ein Modell oder um was für ein Fabrikat es sich handelt. Dieses Pickup-Set haben wir dann jeweils in eine unserer Gitarren eingebaut. Es war natürlich immer dieselbe Gitarre. Und dann haben wir diese Gitarre mit diesen Pickups eben in den nächsten 2 bis 3 Wochen gespielt. Bei Auftritten, bei Proben, im Unterricht, beim Üben, wo auch immer. Und natürlich haben wir damit Erfahrungen gemacht oder wir hatten Empfindungen und diese Erfahrungen und Empfindungen haben wir dokumentiert. Der Michael hat es hauptsächlich in Videos gemacht. Er hat am Anfang und am Ende einer solchen Phase immer ein kleines Video produziert, wo er seine Erfahrungen kundgetan hat und hat dazu auch noch ein bisschen was eingespielt. Neues Spiel, neues Glück. Runde 2, Pickup Set 4. Jetzt haben wir viele Pickups getestet. Ich bin sehr gespannt, ihr habt gecheckt, ob alles geht. Nur von den ersten paar Dingen beim Checken habe ich schon gedacht, das ist cool, das gefällt mir.
merke gerade so innerlich, versuche ich natürlich immer herauszufinden, welches ist das Dreier-Set, welches ist das Set, das mir am besten gefallen hat bei der ersten Runde. Bei mir war es so, ich habe ein sogenanntes Test-Tagebuch geführt. Das heißt, ich habe immer dann, wenn mir irgendwas besonders aufgefallen ist, einfach kleine Notizen gemacht. War der Tonabnehmer toll, hat er mich inspiriert, klingt er dumpf, ist er höhenreich, ist er langweilig, was auch immer. Einfach ganz subjektiv habe ich meine Erfahrungen hier aufgeschrieben und dann kam im Laufe der Zeit über diese 6 Pickup-Sets bei uns beiden dann jeweils so eine kleine, ja, so ein kleiner Katalog zustande von unseren Erfahrungen. Am Ende haben wir dann beide noch ein Stück eingespielt, und zwar Mercy, Mercy, Mercy von Josef Zabinul. Jeder hatte da so sein eigenes Arrangement, um ja nochmal so ein kleines Dokument zu haben, wie sich diese Pickups oder diese Pickup-Sets dann tatsächlich in der Praxis anhören. Aktuell mein Favorit, aber das habe ich schon so oft gesagt. Oh Mann. Langsam. Langsam wird es echt anstrengend. Könnte sein, dass das die Pickups sind, wo ich beim ersten Durchlauf gesagt habe, hey, kann mir, also unglaublich, wie ausgewogen das Set klingt. Das könnte das gewesen sein. Ich bin sehr gespannt. Thank you.
Im nächsten Schritt haben wir den gesamten Ablauf noch einmal gemacht. Das heißt, wir haben wieder alle 6 Pickup-Sets zugeschickt bekommen. Diesmal natürlich neu nummeriert, damit wir auch da keinen Zusammenhang erkennen können. Und wir haben erneut unsere Erfahrungen gemacht und diese auch jeweils dokumentiert, entweder über Video oder eben über das Test-Tagebuch. Die Wichtigkeit für die Durchführung dieses zweiten Durchlaufs liegt einfach darin, eben erkennen zu können, ob die gemachten Erfahrungen des ersten Durchlaufs, ob sich die im zweiten Durchlauf bestätigen lassen. Das heißt, ob man die Empfindungen und Bewertungen, die man bei einem bestimmten Pickup-Set im ersten Durchlauf hatte, ob man die im zweiten Durchlauf genauso hat. Und das hat uns am Ende ein sehr interessantes Ergebnis gebracht. Zunächst möchte ich noch vorausschicken, dass Michael und ich am Ende eines jeden Testdurchlaufs noch ein Ranking erstellt haben. Das heißt, wir haben Plätze von 1 bis 6 vergeben, Platz 1 für den Tonabnehmer oder die Sets, die uns am besten gefallen haben, Platz 6 für die Tonabnehmer, die uns am wenigsten gefallen haben. Natürlich haben wir nicht gewusst, welche Modelle oder Fabrikate es waren. Wir haben einfach die Nummern an die entsprechenden Positionen gesetzt und erst nachdem der gesamte Test vorbei war, gab es für uns die Auflösung. Ja, und diese Auflösung, die seht ihr hier jetzt auf dieser Folie. Die Ergebnisse von Michael seht ihr auf der linken Seite, meine Ergebnisse seht ihr auf der rechten Seite. Ja, die Ergebnisse sind jeweils nach Durchläufen geordnet und jetzt kann man schon sehen, dass das Ergebnis, gelinde gesagt, sehr interessant ist. Denn zum Beispiel, wenn wir auf die Seite von Michael gucken, also hier auf die linke Seite, dann sehen wir, dass Michael in der ersten Runde den Amber oder Amber und den Häusl Pickup auf Platz 1 und 2 gesetzt hat, im zweiten Durchlauf aber auf Platz 5 und Platz 6. Das heißt, diese beiden Modelle haben ihm im ersten Durchlauf super gefallen, im zweiten Durchlauf konnte er anscheinend weniger damit anfangen. Auf der rechten Seite seht ihr meine Ergebnisse. Ich habe zwar tatsächlich einige Übereinstimmungen, allerdings muss ich für den ersten Platz, für den Häusl Pickup, noch anmerken, dass man leider diesen Tonabnehmer erkennen konnte, weil der eine bauliche Eigenheit hatte. Und zwar sind die Pickup-Laschen, mit denen die Tonabnehmer befestigt sind, bei den Häusl-Pickups etwas kürzer und man kann das, wenn man eben darauf achtet, das erkennen. Und ich habe das erkannt und deswegen ist dieses Ergebnis, eben den Häusl hier zweimal an die erste Stelle zu setzen, wirklich mit Vorsicht zu genießen, weil ich dann auf einmal wusste, welcher der Tonabnehmer ist, den ich im ersten Durchlauf auf die erste Stelle gesetzt habe. Der Throwback, das ist an der Stelle eine sehr markante Veränderung von Durchlauf 1 und Durchlauf 2. Und auch beim Selma Duncan sieht man, dass sich das nicht bestätigen lässt, wie ich den im ersten und zweiten Durchlauf bewertet habe. Dazu aber später noch mehr. Dass die Pickups von Roswell und Kloppmann in beiden Durchgängen bei mir auf derselben Platzierung gelandet sind, das würde ich eher als Zufall ansehen. In diesem Zusammenhang noch ein kleiner Blick auf und in mein Testtagebuch. Ihr seht in der rechten Spalte aufgelistet die Bewertungen des ersten und zweiten Durchgangs. Da geht es um den Throwback-Tonabnehmer. Im ersten Durchgang hatte ich den auf Rang 2 gesetzt, im zweiten Durchgang auf Rang 5. Diese Bewertungen hier sind vielleicht sogar noch interessanter als das Ranking von 1 bis 6, weil man hier noch etwas genauer aufschlüsseln kann, naja, wo lagen denn eigentlich die Unterschiede in den Empfindungen? Und dann kann man hier zum Beispiel lesen, es macht Spaß mit den Tonabnehmern zu spielen, die Mitten bestimmen den Höreindruck, es kommt ein transparenter Sound zustande, Bässe, Höhen sind nicht zu dominierend und am Ende schreibe ich sogar, ich bin traurig, dass ich die Tonabnehmer ausbauen muss, weil sie mir so gut gefallen
und setze da noch ein paar Attribute hinterher. Also was Besseres kann man eigentlich über einen Tonabnehmer fast nicht sagen. Über denselben Tonabnehmer schreibe ich dann im zweiten Durchgang harsche obere Mitten, etwas kreischend, dann weiter unten unangenehmer Sound, zu kräftig im Bassbereich, also eigentlich ein totaler Widerspruch zu oben und Schlussurteil, macht keinen Spaß. Das ist schon erstaunlich, wenn man denselben Tonabnehmer zweimal spielt und völlig unterschiedliche Bewertungen dazu abgibt. Ja, unser Versuch, der bestätigt für mich sehr schön einerseits den Erfolg der Pickup-Hersteller. Die sind hinter einem bestimmten Sound her und den kriegen die auch hin. Und zwar ganz offensichtlich sämtliche der hier vertretenen Markenhersteller. Und die Messungen zeigen, wie identisch die Pickups übertragen und das deckt sich mit dem, was ich höre. Es klingt alles gleich für mich. Die auftretenden Unterschiede macht der Spieler. It's all in the hands, bestätigt sich hier. Von besonderem Interesse war für mich, die Eindrücke von unseren Profis zu erfahren, denn die haben zweifellos ein differenzierteres Gehör als ich. Und tatsächlich hören sie auch Unterschiede, vor allem wenn sie die verschiedenen Pickups auf ihrer oder ihren eigenen Gitarren einbauen und da testen. Allerdings ist die Reproduzierbarkeit bei diesen gehörten Unterschieden nicht so, dass ein objektiv hörbarer Unterschied sich herauskristallisieren würde. Vielmehr scheint es so zu sein, dass die Tagesform bzw. der Tagesgeschmack oder das Tagesempfinden mehr Einfluss hat als der jeweilige Pickup. Für mich persönlich bedeutet das Ganze jetzt, dass es absolut nicht der teuerste Pickup sein muss, es sei denn, es geht mir um den Namen. Das ist auch okay, legitim, aber dann geht es eben nicht mehr um den Sound an sich. Und endloses Suchen und Wechseln von Pickups hilft jetzt offensichtlich mir und vielleicht vielen anderen auch nichts oder ganz wenig. Im Gegensatz dazu ist Üben und Spielen einfach sehr effektvoll. Also davon habe ich wirklich was und deswegen werde ich weniger auf den Webseiten der Hersteller unterwegs sein und weniger den Lötkolben schwingen und mehr mich einfach mit der Musik an sich auseinandersetzen und üben und spielen. Ich war unheimlich froh, dass ich an diesem Test teilnehmen durfte. Ich habe wirklich viel gelernt, weil ich war am Anfang wirklich der Meinung, ich könnte ja, Nuancen aus verschiedenen Tonabnehmern raushören. Und es war wahnsinnig interessant, dann festzustellen, ja, dass es eigentlich ich bin, der da was anderes hört. Ja. Der Tonabnehmer, wie wir sehen, eben an den Kurven, ja, die klingen eigentlich gleich. Ja. Aber ich habe immer versucht, was zu hören, was da nicht drin ist. Und das war total interessant und hat mich echt weitergebracht. Ich beschäftige mich seitdem viel mehr wieder mit Sounds auf der Gitarre, die ich da produziere. Ich beschäftige mich weniger damit, mit welchen Gerätschaften ich das mache. Die Gitarre muss ich gut anfühlen. Der Sound muss mir taugen, aber letztendlich, ich denke wieder mehr darüber nach, wirklich, welche Sounds kann ich auf der Gitarre rausholen, wie machen meine Idole das, und ich beschäftige mich weniger mit Equipment und es war Gold wert. Ich hoffe, wir können noch ganz, ganz viele Tests in dieser Art weitermachen in der Zukunft, weil ich glaube, es war sehr heilsam. Okay, mein Statement zum Pickup-Test, der ja eigentlich aus zwei Tests bestand, nämlich dem Spieltest mit wenigen professionellen Teilnehmern und einem Hörtest mit wesentlich mehr Teilnehmern, die aber in der Regel keine Profis waren. Wir hatten also 48 Teilnehmer, bezieht sich im Wesentlichen auf den Hörtest. Und der bestand darin, dass wir in einer Matrix, die über das Internet zugänglich war, eine 6x6 Matrix mit sechs kurzen Testsounds im Clean-Modus, die beliebig kombinierbar waren, euch ein Material zur Verfügung gestellt haben, anhand dessen ihr im
Blindtest-Modus, also ohne Herstellerzuordnung, eine Bewertung abgeben konntet. Die Lautstärke und die Phrasierung des Sextest-Sounds wurden nicht korrigiert, und zwar mit Absicht, denn wir haben uns entschlossen, eine Situation zugrunde zu legen, die nicht einer wissenschaftlichen Fragestellung entspricht, sondern eher einer Verkaufssituation. Außerdem haben wir bei euch eine undefinierte Abhörsituation gehabt, weil jeder so abhören konnte, wie er wollte. Also das Ergebnis, das sollte dann in einer Rangliste von euch bewertet werden und nicht in einem detaillierten wissenschaftlichen Ergebnis mit definierten Ausgangsgrößen. Das Ergebnis war, dass wir eine ausgeglichene Spitzengruppe hatten mit einem Ausreißer, der sich auch in der elektrischen Charakterisierung durch einen fehlenden Resonanzpeak in der Übertragungskennlinie ausgezeichnet hat und deswegen von euch sicher erkannt wurde. Ein großer Preisunterschied bei den Pickups, die im Spitzengebiet lagen, ermöglicht euch, den richtigen herauszufinden, wobei man natürlich nicht unterschlagen sollte, dass die Herstellungsbedingungen von günstigen Pickups und von teuren Pickups sich erheblich unterscheiden können. Der Ausreißer nach unten hin, der sicher erkannt wurde, muss nicht unbedingt ein Ausreißer sein, denn wir haben ja ein cleanes Signal vorausgesetzt. Im verzerrten Signal kann ein weniger höhenbetonter Pickup durchaus auch seine Qualitäten entfalten. Und ich verweise in diesem Zusammenhang auf den Spieltest meiner Kollegen. Circa 1,5 Jahre ist es jetzt her, als wir mit dem Test begonnen haben. Meinen herzlichsten Dank nochmal an Wolfgang, Tillmann und Michael, die mit mir dieses Projekt durchgeführt haben. Es darf natürlich auch nicht unerwähnt bleiben, dass unser Verein Forum E-Gitarrentechnik e.V. dieses Projekt finanziell unterstützt hat, und ohne diese finanzielle Unterstützung wäre das Ganze auch überhaupt nicht möglich gewesen. Wie sieht nun mein Resümee aus? Ich habe das in 3 Teile geteilt. Einerseits geht es nochmal um die klangliche Beurteilung der Pickups. Dann möchte ich noch was sagen zu den Testbedingungen und am Ende noch ein paar Worte zu den psychologischen Faktoren. Zu den klanglichen Beurteilungen. Auch für mich ist es so, dass die Tonabnehmer gleich klingen oder zumindest sehr, sehr, sehr ähnlich klingen. Und zwar so ähnlich, dass es aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn macht, hier noch weiter zu differenzieren. Also gewissermaßen zu gucken, ob es da doch noch irgendwelche kleinen Unterschiede im Frequenzverhalten von einem Pickup-Set zum anderen gibt. Denn ein schon leicht veränderter Winkel des Plektrums zu den Seiten hätte einen viel, viel größeren Effekt auf den Sound, als es die Unterschiede bei den Tonabnehmern überhaupt möglich machen könnten. Zu den Testbedingungen ist zu sagen, dass wir im Lauf der Zeit immer mehr festgestellt haben, wie wichtig es ist, einfach eine gute Testumgebung zu haben, damit man zumindest in die Nähe eines objektiven Tests kommt. Und hier sei nochmal das Stichwort Blindtest erwähnt. Wann immer es euch möglich ist, versucht einfach Sachen, die ihr bewerten oder beurteilen wollt, ja, in einem Blindtestverfahren zu untersuchen. Nur dann kann man von einem einigermaßen objektiven Test ausgehen. Der dritte Teil, die sogenannten psychologischen Faktoren. Gerade bei unserem individuellen Test, da waren ja Michael und ich schon das ein oder andere Mal auf einem Glatteis, und hier hat man einfach gesehen, dass die Tagesform oder auch unser emotionaler Zustand doch sehr stark dafür verantwortlich ist, wie sehr wir unsere Klänge wahrnehmen oder wie wir Klänge beurteilen. Diese Aspekte kann man natürlich nicht auslöschen, das ist überhaupt nicht möglich, aber schon allein die Tatsache, dass wir uns das bewusst machen, dass wir diesen Effekten auch unterliegen, das hilft schon sehr, wenn wir versuchen, Klänge zu vergleichen oder zu beurteilen. Ja,
Das soll es gewesen sein. Danke für die Aufmerksamkeit und für euer Interesse. Wir sind sehr gespannt, was wir jetzt in den Kommentaren lesen werden. Nutzt die Möglichkeit, schreibt uns, wie ihr das Ganze empfindet, was ihr vielleicht noch für Meinungen, Ideen oder möglicherweise auch Kritikpunkte habt. Wir werden, soweit es geht, alles beantworten. Alles Gute und bis bald. Ciao.